Unser Imperator gibt uns Kraft. Das ist der Imperator, nicht der Inspirator. Hör mir auf mit deinem Inspirieren. Die meisten Truppen kommen von dort. Ich möchte mal in die Richtung weiter vorstoßen. Du guckst mal da lang. Ich könnte jetzt klar reparieren, aber... Oh, Raketen. Naja, den brauche ich jetzt nicht mehr zurückzuziehen. Imperator, inspiriere mich. So, brauchen wir auf jeden Fall... Wir müssen jetzt echt mal Anforderungspunkte ausbauen irgendwo und irgendwie... Vielleicht da links. Hier geht mal da rein und macht mal euren super Roundhouse-Strahl. Hier lohnt sich's nicht so wirklich. Das ist doof. Dann macht's normal. Heiße Angelegenheit. Es ist zwar wirklich so wunderschön, dass wir die Verstärkungsrate so stark erhöht haben, aber wir kommen mit den Ressourcen nicht hinterher. Ich muss jetzt wirklich mal in eine Richtung vorrücken. Ich glaube, ich sichere mir mal links. Ich bin ein Diener des Imperators. Ihr habt längst noch nicht alle die schweren Bolter, die ihr haben solltet. Vorher brauche ich gar nicht erst vorzurücken. Ganz ehrlich, ihr könnt mal zum Reparieren zurück. Ist dann doch günstiger als neu zu bauen, würde ich sagen. Meine Güte. Ich glaube mal, ihr könnt jetzt mal so langsam vor. Die spammen mir echt Infanterie gegen. Das ist gerade. Die machen wirklich tatsächlich Imperial Guard Roleplay, gerade die Gegner. Die versuchen echt, mir mehr Infanteristen entgegenzuschleudern, als ich Treibstoff für die Flammenwerfer habe. Als legitime Taktik, versteht sich. Ach stimmt, ich habe meine Anführer noch gar nicht wiedergeholt. Ich habe schon so viel... Wo? Warum werden mir eigentlich meine untätigen Servitoren nicht angezeigt? Oder habe ich irgendwie ver... Ach, da war's. Ah. Komm mal mit hoch. Nimmt mal ein. Wie schaut's bei meinem hier aus? Dürfte bald soweit sein. Der Anblick, wie die Kameraden da vor ihren Augen niedergebrannt werden, dürfte die doch eigentlich auch schon demotivieren, oder? Puh. Stimmt, ich habe ja Leichenbleiben. Ich glaube, das mit dem Leichenbleiben auf eine gewisse Weise ist cool, aber ab einem gewissen Punkt geht die Performance in den Keller. Ich glaube, ich habe bei Leichenbleiben Mittel eingestellt. Ich glaube, ich mache aufs Gering zurück. Die kosten gar nicht mal so viele Anforderungspunkte. Da können wir mal eben machen. Hexenkraft, Ketzerei und Mutation. Können wir dich eigentlich noch irgendwo mit reinschicken? Nö. So egal. Du machst mir trotzdem mal Distanzangriff. Weil wenn du als Einzige vorne reinstürmst, bist du dementsprechend schnell tot. Wenn ich euch ausrüste, werden da die Bauern halt mit ausgewählt? Nope, das ist schön. So, jetzt hat man meine 1. Ihr haltet einfach noch ein bisschen die Stellung und lenkt die Gegner ab. Sehr schön. Macht die gut so. Weitermachen. Hier konnten wir keinen Horchposten aufbauen. Nope, konnten wir nicht. Gut, dann möchte ich mal... in welche Richtung möchte ich weiter? Ich möchte am liebsten eine Reliquie haben. Und die einzige ist hier. Holen wir sie uns. Einfach mal alle grob in die Richtung. Und macht erstmal den Horchposten da kaputt. So, ihr kommt auch noch mit. Ich find's cool, wie schnell die sind. Ist voll ungewohnt bei so Kampfläufern hier.
Das ist es, was ich vermeiden will, dass ihr alle getrennt voneinander hier rumlungert. Oh, gut, dass ihr gerade kommt. Perfekt. Das läuft gerade wunderbar hier. Sollen wir ruhig weitermachen hier. An eben dieser Stelle. Gut, dann geht erstmal da runter. Ist okay, ich hab die Botschaft verstanden. Dann holen wir uns erstmal da noch die Punkte. Hier scheinen diese sowieso sehr gerne auszubauen. Läuft. Wo war eigentlich meine Assassine? Die habe ich doch, glaube ich, immer noch da. Verdammt, das sind zu viele Leichen, die machen auch die Übersicht kaputt. Die Leichen sind schuld. Es ist immer gut, sich bei den Toten zu beschweren. Die können sich nicht wehren. Hier, das geht so wunderbar, wenn wir genug schwere Bolter haben. Da haben wir unseren Konter Rattern mit Rattern vergleichen ziemlich gut ausgeführt. Vergelten, meinte ich. Oh, vergelten kann ja eigentlich nur der Balthasar. Mach mal den Kommandotrupp kaputt. Das läuft wunderbar. So, soweit hier alles klar. Kommt mal einfach ein bisschen näher. So wird das doch nichts. Und einer von euch nimmt mal die Reliquie. Ah, das ist sogar eine Reliquie, oder? Schön. So, näher ran. Und hier jetzt Rattern, bitte. Da erwischt ihr wenigstens ordentlich was. Und vor allem auch hier die Kommandanten mit ihren Multimeltern treffen dann was. Multimelter, da kommt sich immer irgendwie an Multivitaminsaft oder sowas denken. So Multivitaminmelter oder so. Ja, zwei Leute auf einmal gehen schon gut ab. Die geben mir die Zeit, die ich brauche, die Reliquie zu sichern. Und sobald ich die habe, wird ein bisschen der Spieß umgedreht. Weil, wie ich mich erinnere, war die Supereinheit der Adeptus Sororitas super. Mensch! Diese Weisheit. Ich bin dem Imperium geweiht. So, geht mal alle wieder hoch. Ich bin ein Diener des Imperators. Hauptsache, die erste Schlacht, die wir hier schlagen, wird einfach mal 3, 4 Folgen oder so lang. Wir sind jetzt schon fast eine Stunde hier. Und es ist ja noch kein Ende in Sicht. So. Ihr könnt ja eigentlich für eine halbwegs geschmeidigen Reichweite unterstützen. Reliquie gehört uns. Oh, wir haben so viele neue Emulatoren. Kommt mal mit hoch. Und hier machen wir jetzt mal die Leben der Heilige. Führen wir den Dienst im Frieden und im Krieg. Eine gute Entscheidung. Seid gesegnet. So, ihr kommt auch mit hoch. Und meine Baueinheiten können mal schauen, dass sie hier Horchposten drauf pflanzen. Ich erwarte untertänig die Befehle. Also wenn jede Mission hier so lange dauert, dann könnte das Let's Play ein bisschen dauern. Weil an sich gibt es hier... Ich weiß nicht, ob es... Das ist jetzt die Frage. Es gibt hier zwar mehr Planeten, aber jeder Planet ist relativ klein. Es ist sogar sehr gut möglich, dass es im Endeffekt hier sogar weniger Territorien gibt als in Dark Crusade. Müsste man echt mal zählen. Aber zählen hilft mir jetzt wenig, weil ich die Zahl von Dark Crusade gerade nicht im Kopf habe. Kommt mal zurück. Ihr macht euch nicht glücklich damit. Mich erst recht nicht. Nicht, dass es mich verschert, was mit eurem Leben ist. Ich bin viel zu ich-bezogen dazu, aber es ist halt trotzdem doof, euch jedes Mal nachzubauen. Da geht mein Mauszeigefinger irgendwann kaputt. Obwohl es ja eigentlich der Maus-Mittelfinger ist. Ich habe halt, das ist für viele Rechtshänder so total seltsam, die Vorstellung, aber für mich ist das normal. Mit dem Zeigefinger mache ich den Rechtsklick, mit dem Mittelfinger mache ich den Linksklick.
Ich benutze halt eben mal die Maus mit der linken Hand. Und viele Leute denken irgendwie, das ist auch das Problem mit der Linkshändermaus, die ich derzeit habe. Die ist standardgemäß umgekehrt mit den Tasten. Da ist der rechte Mausklick der eigentliche linke Mausklick und andersrum. Damit kam ich nicht klar. Ich bin einfach mit gewöhnlichen Maustasten aufgewachsen. Also Linksklick ist links, logischerweise, und Rechtsklick ist rechts. Und dementsprechend ist es einfach bei mir absolut angeborene Gewohnheit, dass ich den Linksklick mit Mittelfinger ausführe und den Rechtsklick mit Zeigefinger. So ist das nun mal. Das heißt, mit jedem Mal, wenn ich Linksklick mache, zeige ich jedem hier den Mittelfinger. So, hier bitte auch reparieren. Vorbereitungen werden getroffen. Jetzt machen wir endlich mal so langsam ein Ende hier. Also dieser einhändige Melder hat eine Reichweite, das ist ja Wahnsinn. Gut, nichts schlägt die Reichweite von hier, von den Tau... Gardisten da, diesen Gardisten des Himmlischen, die Leibgarde. Aber ja, hier haben wir Leben der Heilige. Von den Werten her ist jetzt gar nicht mal so ultra, wie man sonst von Super-Einheiten kennt, aber sie hat, glaube ich, super Spezialfähigkeiten. Und sie hat, glaube ich, auch eine unglaublich schnelle Regeneration. Also, was haben wir denn da? Feuer des Flammenschwerts feuert eine kräftige Flamme ab, die alles im Weg zerstört. Gerade Linie. Alles klar. Übernatürliche Intervention. Sollte die lebende Heilige im Kampf sterben, ermöglicht ihr enorme Glaube, es sich erneut zu erheben. Also eine Reinkarnation. Und sie kann springen. Zeig mal, wie toll du bist. Warum gehen diese Roritas-Trupps hier in den Nahkampf? Was soll das? Ich würde gerne einen Verantwortlichen Hilfe sprechen. Was hat die Ikone nochmal gemacht? Maximaler Glauben. Stärkere Glaubensakte. Mit dem Glauben komme ich noch nicht so ganz klar. Wie schaust du eigentlich nochmal aus? Zeig mal her. Was hast du da eigentlich unten an den Beinen hängen? Sind das Christbaumkugeln oder sowas? Ich pack's immer noch nicht, wie schnell die Dinger sind. Alter, haben die hier wieder schwere Geschütze. Das ist doch alles geskriptet. Oder haben die das wirklich alles aufgebaut? So, ihr geht mal mit. Beginnt endlich mal der Gegenangriff, der lang erwartet. Der ist immer noch hinterher zum Reparieren. Wie klasse ist das denn? Ich höre. Okay, aber so langsam weiß ich, was wir beachten müssen bei den Adeptus Sororitas. Alles klar. Machen wir echt mal so ein paar Seraphim. Nee, Seraphim war es nicht hier. Die Celestia-Trupps. Vielleicht gar nicht mehr so verkehrt. Ich glaube, so in Masse dürften die... Das müssen wir auch mal probieren, ob das auch gegen effektiv ist, gegen Infanterie, die in Masse einfach mit den Multimeltern auszustatten. Ich glaube, das dürfte auch echt abgehen. Vor allem haben die ja wirklich ordentlich Lebenspunkte. Gerade in großer Masse dürften die da echt gut was anrichten können. So, du guckst einfach mal in die Richtung weiter. Irgendwo hier oben muss bestimmt der Gegner sein mit seiner Hauptbasis. Mit zwei Emulatoren unserer Super-Einheit und der Anführerin dürfte das gut gehen. Inspiriere mich. Ich bleibe rein. In vielen Kriegen haben wir dem Imperator gedient. Wäre doch cool, wenn die Oberkommandantin hier von den Adeptus Sororitas Ariel heißen würde. Nicht nur sauber, sondern rein, wenn alles niederbrennt. Das haben die sich bestimmt auch anders vorgestellt. Füllen unsere Ränge. Melter oder Multimelter? Was für eine Frage. Multimelter natürlich. Ich glaube, dass die Multimelter einfach nur gegen alles effektiv waren. Da war was. Wie schaut ihr eigentlich aus?
Oh ja. Ich möchte mal deine Spezialfähigkeiten sehen, bitte. Geh mal vor. Irgendwo ein Demonstrationsziel. Ich glaube halt echt, die haben ihr Hauptquartier woanders. Na komm. Mach mal. Oh ja. Ganz hübsch. Das andere ist eine passive Fähigkeit. Wenn sie wenigstens mit ihrem komischen Christbaumschmuck angreifen würde. Ich frage, warum hat die das? Sind es Gewichte, dass er nicht abhebt, oder wie? Würde die sonst einfach so in die Atmosphäre verschwinden? Halt euch mal. Alter, die gehen echt ruckzuck runter. Das ist ja Wahnsinn. Hauptsache, das fand ich ja sowieso interessant. Im Intro hat man einfach gesehen, wie die Kugeln der Tau, also wirklich schon von den hochentwickelten Tau-Plasma-Waffen, wie die Kugeln der Tau hier an den Rüstungen der Adeptus Sororitas abprallen. Während hier Space Marines in den meisten Intros meistens gewone-shottet werden von irgendeinem Scheiß. Obwohl die Rüstungen viel besser sein müssten. Ah, hin und wieder, ne, die Render-Intros. Es ist halt allgemein so, dass die Space Marines gerne gerade in den Intros viel zu schwach sind. Gerade wie Space Marines oftmals niedergemetzelt werden in Render-Sequenzen bei Dawn of War. Wären die wirklich so schwach, wären die Orden längst nicht so stark, wie sie sind. Weil so ein Orden hat nur 1000 Mitglieder. Wenn die tatsächlich so fallen wie die Fliegen, dann kämen die mit den Rekrutierungen gar nicht nach. Die Space Marine Verluste sind halt tatsächlich sehr, 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 sehr überschaulich. So, jetzt müsste ich aber echt mal... Ach, vielleicht ist... Da ist doch die Hauptbasis. Ja, wunderbar. Wo ist denn mein Engelchen? Engelchen. Komm, ernst, wo ist der? Wo ist meine Ariel? Ach, da... Was machst du da unten? Ich glaube, ich habe sie runtergeschickt, oder? Das erklärt einiges. Kommt mal alle da hoch. Ich habe ein neues Ziel für euch. Ihr ebenso. Stimmt, ihr habt jetzt soweit alles. Ja, wunderbar. Vor allem haben wir, glaube ich, mit den Celestia richtig gut ausgestattet. Einfach eine Truppe für alles. Halt, burn, burn, burn. Und zweimal Multimeter. Passt. Vielleicht noch schnell Luftunterstützung holen. Die sind schnell oben. Moment. Ich hätte gerne nur die Celestia-Trupps, bitte gerne. Möchte mal wissen, wie schnell ihr Gebäude kaputt macht mit euren Super-Multimeltern. Allgemein mal, schieß mal... Ah gut, die Imperialen sind jetzt wirklich kaputt. So, mach mal so ein Gebäude platt. Oh ja, das ist hübsch, jetzt mal auf die Imperialen feuern. Ja gut, jetzt schießen die da hinten mit ihren schweren Boltern halt noch mit drauf. Aber ich habe echt so das Gefühl, dass die so super Multifunktionseinheit sind. Die auch was aushält. Das sind 6 Leute, die mehr fast mehr Lebenspunkte. Also, die haben fast so viele Lebenspunkte wie die doppelte Anzahl an Trupps. Mag schon was heißen. Aber wir haben ja einiges zu tun. Der Schwierigkeitsgrad ist um einiges knackiger, als wir es noch von Soulstorm kennen. Da waren die ersten Missionen tatsächlich noch so Larifari, auch auf schwer. Da gab es nur ein paar wenige, die uns gefordert haben. Hier geht's gleich ordentlich los. Könnt ihr euch erinnern, unsere erste Mission bei Dark Crusade, als wir mit den Tau gegen die Necrons gekämpft haben, da hatten wir wirklich genug Zeit, uns zurückzulehnen und alles genau anzugucken.
Ekklesiarchie. Das ist einfach so ein Zungenbrecher, Wotz. Das muss man ja erstmal angewöhnen, das richtig auszusprechen. Kein Erbarmen mit dem Feind. Ich bin ein Diener des Imperators. Zu den Hymnen der Ekklesiarchie. Geht einfach mal alle los. Ist mir egal, wann ihr ankommt. Der Feind ist weit genug geschwächt, dass es... Ja, vor allem unsere Supereinheit geht vor. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Und jetzt rein. Miau. Jawohl. Das war schön. Oh ja. Dann kommt mal alle. Ressourcen, also Energie brauchen wir jetzt echt nicht zu beschweren. Die anderen Ressourcen funktionieren jetzt auch. Ich könnte mal die sekundäre Kommandoeinheit mal wieder ausbilden. Wer sagt das? Ach, hi. Ich glaube, die Maschine hast du nicht kommen sehen, oder? Ich glaube, unsere Emulatoren können wir jetzt tatsächlich mal mit den Multimeltern ausstatten. Konnten wir euch eigentlich verbessern? Nö. Die Leute, die sind eigentlich so sowieso gut genug. Ich könnte natürlich noch Ausbildungsgebäude hinpflanzen, aber ich glaube, das war es jetzt ja eh gleich für die. Im Übrigen, das kann ich soweit schon mal sagen. Ich habe im Dark Crusade ein großes Geheimnis eine lange Zeit daraus gemacht, wer wohl diesen Konflikt gewinnt bei Dark Crusade. Und am Ende kam es heraus, dass die Space Marines der, so gesehen höchstwahrscheinlich der Gewinner des Konflikts dort waren. Hier bei Soulstorm, der Konflikt, den es hier gibt, da ist es tatsächlich nur reine Spekulation, wer es gewonnen haben mag. Ich kann schon mal so weit verraten, es wird davon ausgegangen, dass die Space Marines es verloren haben. Das auf jeden Fall. Also das ist sogar mehr oder minder offiziell. Die Space Marines haben diesen Konflikt hier verloren. Aber wer ihn gewonnen hat, weiß man nicht wirklich. Da ist viel Raum für Spekulation. Das schon mal so als Vorausinformation. Das ist auch nicht wirklich groß gespoilert. Man weiß es einfach nicht. Hier ist die Hauptbasis wahrscheinlich. Eieiei, das für eine erste Mission. Sag mal, mit dem Multimelter, wie sieht denn dann die Feuerspuns bei dir aus? Ist das noch ein klassischer... Das ist dann noch ein klassischer Flammenwerfer, alles klar. Schieß den mal weg. Warum wird hier meine Standartenträgerin kaputt gemacht? Wir haben doch Sprenggranaten, die sind doch gut im Gebäude, oder? Oh ja, geht. Kann man nicht klagen und so. Läuft doch. War doch Pipifax. Bitte euch. Wo war denn da das Problem? Und der Meister ihm nachträglich Maul aufreißen ist und will. Yeah, ich hab hart dafür trainiert. Oh, aber wir haben schön Ausrüstung gewonnen. Für ein Killverhältnis von 3 zu 1 kam mir nicht so vor, ganz ehrlich. Und für die erste Eroberung. Das ist schön. Wenn es noch länger gedauert hätte, hätten wir bestimmt noch für die Kills noch die Ausrüstung bekommen. Wir haben jetzt unsere ersten Ausrüstungsgegenstände. Das ist schön. Wir haben auch einen ersten Heiligen Terra-Missionar. Schön, schön. Holen wir mal Ausrüstung. Was können wir denn alles machen? Wir haben hier ein Energieschwert. Das ist jetzt das normale Kettenschwert. Okay. Fackel des heiligen Feuers. Es erfordert erstmal, dass wir das Energieschwert haben, oder wie? Damit können wir natürlich derbe Nahkampf und Fernkampf pushen, wie bei den anderen. Plasmapistole und hier Inferno-Pistole. Ich glaube, Inferno-Pistole wird auch richtig cool.
Ersetzt Boltpistole. Erfordert Plasma. Achso, es wird dann einfach verbessert, alles klar. Ich dachte schon fast, man könnte die jetzt mit zwei Pistolen ausrüsten. Sabbathelm. Dieser mit der Schwertlilie verzierte Helm wird nur den Tapfersten verliehen und bietet volle Spektralfilterung und fortschrittliche taktische Messungen. Deckt infiltrierte Einheiten auf und erhöht den Schaden bei Distanzangriffen. Bessere Distanzschaden und infiltrierte Einheiten aufdecken? Merken wir uns mal vor. Der Umhang der Sankt Aspira. Dieser prächtige Umhang wurde im Ekklesiarchiepalast von Terra gesegnet, um die Feinde des Imperators abzuhalten. Erhöht Gesundheit und schützt vor Nahkampfangriffen. Der Kreuzritterhandschuh. Vom Meistern gefertigter Handschuh führt die Hiebe der Prinzipiales und schützt sie vor Schaden. Erhöht Schaden und Gesundheit. Kreuzritter Beinschutz. Diese vom Meisterhand gefertigten Beinschienen sind ebenso unverwüstlich wie geschmeidig. Schützt davor, zu Boden geschlagen zu werden und erhöhte Geschwindigkeit. Rosarius, Wappen des Glaubens, erhält ein mächtiges Umkehrfeld, das seinen Träger vor Schaden schützt. Erhöht Regeneration und gewährt einen vorübergehenden Schadensschild. Ich glaube, das holen wir uns zuerst. Schaut denn das aus? Ach, das wird so über die Brüste gehängt, alles klar. Na gut, es ist wie so ein Halsband. So, Halskette, jetzt habe ich's. Segen des Imperators. Der Segen des Imperators nimmt die Form eines Kranzes der ewigen Flamme an und bestraft diejenigen, die den Gesegneten trotzen. Erfordert die gesamte andere Ausrüstung. Alles klar. Gut, dann habe ich mal zuerst Rosarius. Für erhöhte Lebensregeneration und einen Schadensschild. Ich will zuerst mal auf Aushalten gehen, das ist mir wichtig. Schaden und Gesundheit. Erhöht Gesundheit und schützt vor Nahkampfangriffen. Das finde ich auch eine coole Sache. Ich hätte lieber Fernkampfschutz, aber... Oh, geht um 7000 hoch. Gucken wir mal, wie es beim anderen Zeug ist. Nur 300. Da wird der Fernkampfangriff gepusht, aber auch nicht so ultra. Wenn wir jetzt hier die Fackel holen würden... Ah, die geht ja nicht ohne das Energieschwert. Aber das Energieschwert pusht den Nahkampfangriff enorm. Aber das machen wir erst später. Ich möchte wirklich, dass sie mal aushält, dass sie mal vorne tanken kann, gerade zu Beginn des Spiels. Die ging mir viel zu schnell runter. Gut, dann machen wir den Umhang. Beinschutz, was war mit dem? Na gut, das war nur Schutz vor Rückschlag und Geschwindigkeit, was aber auch nicht verkehrt ist. Nö, ich mache den Umhang. Guter Anfang, würde ich sagen. Alles klar. Dann hätten wir das. Und ganz ehrlich, so ultra viele Gebiete sind das gar nicht. Aber wir haben eben mehr Bosskämpfe. Es sind zwei Fraktionen mehr. Das bedeutet, es gibt zwei Festungen mehr. Und ja, eine Reihenfolge. Guck mal einfach mal. Wir machen vielleicht einfach mal grob drauf los. Alles klar. Das war so erstmal der Beginn, die erste Mission von Dawn of a Soulstorm. Und wir haben noch eine Menge vor uns. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.